Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Demut an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Ja, Herr, du hast es geschafft. Jetzt hast du deinen Ruf weg. Aus der Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten bist du ein Unruhestifter. Aber das Volk verehrt dich. Hosanna dem Sohne Davids. Mit diesem Ruf haben sie dich bei deiner Ankunft in Jerusalem begrüßt. Und dann hast du erst mal im Tempel aufgeräumt. Händler und Geldwechsler hast du aus dem Tempel hinausgetrieben. Der Evangelist Lukas berichtet sogar, dass du dir eine Geißel aus Stricken gemacht hast. Was muss das für eine Aufregung gegeben haben? Ob unter den Händlern wohl noch derjenige war, von dem deine Eltern damals die Tauben gekauft haben, die sie bei deiner Darstellung im Tempel geopfert haben? Vielleicht ja deren Nachkommen. Und dann hast du den Feigenbaum verflucht, weil er zur falschen Zeit keine Frucht getragen hat. Es scheint, dass du Anbetracht dessen, was in dieser Woche noch in Jerusalem geschehen wird, Nerven zeigst. Das Evangelium strebt seinem Höhepunkt entgegen. Es ist der Anfang der Woche, an deren Ende du am Kreuz sterben wirst. Du weißt das. Deine Jünger haben es wohl noch nicht verstanden. Aber jetzt steht deine letzte und ultimative Offenbarung bevor. Die Eliten wirst du nicht mehr überzeugen. Deren Herzen sind so verhärtet, dass man glauben könnte, sie haben gar kein Interesse daran, dass der seit 1000 Jahren erwartete Messias wirklich kommt. Du hast dem ganzen Land die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Du hast durch so viele Zeichen und Wunder deine himmlische Vollmacht belegt. Und dann fragen sie dich, mit welcher Legitimation du das alles tust. Du hast gemacht, dass der Feigenbaum verdorrte. Vielleicht wäre es für dich gewesen, ähnlich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten zu verfahren. Aber sowas tust du nicht. Den Menschen hast du von Anfang an die Freiheit gegeben. Sie sollen sich mit ihrem ganzen Herzen für dich und für das Reich Gottes entscheiden. Du hast Argumente geliefert, du hast Zeichen und Wunder gewirkt. Wer das nicht annehmen kann, dem kannst du auch nicht mehr helfen. Die verhärteten Herzen zeigen sich in der Heuchelei. Mit der Frage nach der Taufe des Johannes hast du ihnen eine Zwickmühle aufgestellt. Sie können jetzt nicht zugeben, dass sie Johannes von Anfang an nicht ernst genommen haben. Genauso wie sie dich nicht für voll genommen haben. Aber sie scheinen sich auch bewusst zu sein, dass sie selbst an Anerkennung beim Volk verlieren werden, wenn ihre Haltung dem Täufer gegenüber offenkundig werden sollte. Schon Johannes hatte ja die Pharisäer und Schriftgelehrten unter seinen Zuhörern erkannt und sie als Schlangenbrut bezeichnet, die dem kommenden Gericht nicht entgehen würden. Und er fordert echte Zeichen der Umkehr. Dafür ist er angetreten. Seine Taufe ist eine Taufe der Umkehr. Das scheinen aber die Heuchler nicht zu verstehen. Sie bringen keine Zeichen der Umkehr, weil sie wohl für sich in Anspruch nehmen, Umkehr nicht nötig zu haben. Und deshalb wollen sie auch dir nicht glauben. Du hast uns Freiheit gegeben, weil Liebe nur aus Freiheit erwachsen kann. Ein verhärtetes Herz hat keine Freiheit. Es ist in sich gefesselt. Aber es hat sich auch selbst diese Fesseln angelegt. Die Botschaft hat sich bis heute nicht verändert. Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens, Warten auf das Fest deiner Geburt, aber auch Warten auf deine Wiederkunft am Ende der Zeiten, am Ende meines Lebens.
Die Adventszeit soll auch für uns Zeit der Umkehr sein. Dabei geht es vor allem um unser Herz. Welchen Platz, Herr, hast du in meinem Herzen? Gerade die Vorbereitungszeit auf Weihnachten bringt ja die Gefahr mit, sich von einer Besinnlichkeit zur nächsten zu hetzen. Dabei sollte es doch eigentlich so sein, dass wir unsere Zeit durch das Ereignis prägen lassen, dessen Feier wir entgegengehen. Der Täufer Johannes ist uns daher ein wichtiger Wegbegleiter durch die Adventszeit. Er bereitet dir den Weg in unsere Herzen, wenn er uns auffordert, dich als den Kompass unseres Lebens zu erkennen. Umkehr heißt dann auch, einmal die kleinen und größeren Nachlässigkeiten in den Blick zu nehmen, unsere Gleichgültigkeiten dir gegenüber. Wenn ich der Meinung bin, das hätte ich nicht nötig, verhalte ich mich nicht anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer, die dir im Tempel begegnet sind. Dann stehe ich in der Gefahr, dass das Christentum für mich zu einer bloßen Äußerlichkeit verkommt, einem schlichten Etikett. Von den Fesseln meines Herzens muss ich mich selbst befreien. Ich muss erkennen, woran mein Herz wirklich hängt, was mir wirklich wichtig ist. Und ich muss mich frei machen von dem, was mich von dir trennt. Meine schlechten Neigungen, meine Trägheit und meine Gleichgültigkeit. Das wird ein Kampf sein, ein innerer Kampf. Es kann auch sein, dass ich mir dafür eine Hilfe suchen muss. Eine gute Beichte in der Adventszeit kann mir helfen, die richtigen Vorsätze zu finden. Ein geistlicher Begleiter kann mir dabei helfen, realistisch zu bleiben. Es ist so wichtig, dass ich mich mit meinen Vorsätzen auch nicht überfordere. Scheitern nimmt immer die Motivation und schafft eine Traurigkeit, die mich im Guten bremst. Und jeden Vorsatz darf ich als ein Geschenk betrachten, mit dem ich meine Liebe zu dir zum Ausdruck bringen will. Das ist letztlich das Entscheidende. Niemals zu vergessen, dass das Christentum nicht Moralismus ist, sondern das Geschenk eines Lebens in der persönlichen Beziehung der Liebe und Zuneigung zu dir. Es ist wohl selbstverständlich, dass ich meine Liebe zu dir nicht so leben kann, dass ich deinen Willen nicht beachte und nicht ernst nehme. Aber jede Umkehr fängt so an, dass ich zuerst mich selbst fragen muss, welchen Platz du in meinem Haus und in meinem Herzen hast. Diese Freiheit habe ich. Und wenn ich mal das Gefühl habe, dass ich nicht so richtig vorankomme, dann vertraue ich darauf, dass du mir zur Hilfe kommst. Mein Herr, bitte hilf mir, mich gut auf das Fest deiner Geburt vorzubereiten. Und hilf mir, dass ich dich als das Ziel meines Lebens nicht aus dem Blick verliere. Ich danke dir für die Anregungen, Eingebungen und Vorsätze, die du mir in dieser Zeit des Gebets geschenkt hast. Ich bitte dich um die Kraft, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.